Es wurde viel über die Identitären diskutiert. Wir haben mit einem kleinen Buben aus Gablitz mitgefühlt und wir haben uns mit Max Zirngast gefreut. Es ist diese Woche wieder einiges geschehen und wie jeden Freitag blicken wir zurück. Herzlich willkommen bei Ihrem KRONE TV Wochenrückblick in der zweiten Septemberwoche. Die rechtsextreme Gruppierung der Identitären hat uns diese Woche ziemlich intensiv beschäftigt. Anlass war, dass die blaue Wiener Stadträtin Ursula Stenzel bei einer Fackelwanderung der Gruppierung mitmarschiert ist. Das hat hohe Wellen in der heimischen Politik geschlagen. Die ÖVP nimmt die ganze Sache zum Anlass und beantragt jetzt ein Verbot der Identitären. Die Türkisen wollen noch im Septemberplenum einen Antrag auf Änderung des Vereinsrechts und für ein Verbot der Identitären stellen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz geht noch weiter. Ein solches Verbot sei für ihn sogar eine absolute Koalitionsbedingung, hat er klargestellt. Die FPÖ bezeichnet das Verbot als Gesinnungsdiktatur. Ein Verein könne nicht verboten werden, wenn nicht gegen Strafgesetze verstoßen werde, sagt FPÖ-Chef Norbert Hofer. Denn die Vereinsfreiheit sei in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Ähnlicher Meinung sind Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der in der Auflösung eines Vereins eine juristisch sehr heikle Angelegenheit sieht, und Justizminister Clemens Jablohner, der Grundrechte auch bei zutiefst unsympathischen Gruppierungen nicht eingeschränkt sehen will. Die SPÖ will ein Verbot prüfen, ist aber auch eher skeptisch. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass ein Unternehmer, der für die FPÖ in Oberösterreich kandidiert, auf einer Aufstellung der Justiz als Mitglied der Identitären erscheint. Der FPÖ-Kandidat schreibt auch für das rechtsextreme Online-Magazin Wochenblick und wird in einschlägigen Foren zitiert. Norbert Hofer meint, er hätte mit dem Mann gesprochen und dieser sei nicht Mitglied, es handle sich um einen Irrtum. Im April noch hatte Hofer betont, es sei für ihn unvorstellbar, dass jemand, der bei der FPÖ aktiv sei, egal auf welcher Ebene, für die Identitären spende oder ihre Veranstaltungen besuche. Ja, vielleicht war es die viele Aufregung um Ursula Stenzel, aber Norbert Hofer musste diese Woche jedenfalls auch ein paar Tage aussetzen. Am Mittwochabend vor den ORF-TV-Duellen wurden bei ihm 39,4 Grad Fieber gemessen. An den Sendungen hat er trotz des hohen Fiebers noch teilgenommen. Danach hieß es aber ab ins Bett und auskurieren. Für viel Aufregung hat Anfang der Woche auch ein Zwischenfall in Niederösterreich gesorgt. Ein 8-jähriger Bub ist in Gablitz einfach aus dem Postbus geworfen worden, weil der zu voll war. Der Fahrer hat den Kleinen offenbar einfach vor die Tür gesetzt. Einen weiteren Bus von Gablitz nach Pressbaum gibt es nicht. Der kleine Fahrgast hatte also keine andere Möglichkeit, in die Schule zu kommen und war völlig aufgelöst. Er hatte Glück im Unglück. 10 Minuten später ist seine Mutter, die als mobile Krankenpflegerin arbeitet, mit dem Auto vorbeigekommen und konnte ihren Sohn an der Bushaltestelle aufklauben. Die Frau konnte den Bus noch einholen und den Fahrer zur Rede stellen. Der hat aber keine Spur von Einsicht oder Verständnis gezeigt. Das sei nicht sein Problem, hat er gemeint. Und er hat der Mutter sogar mit der Polizei gedroht. Der Verkehrsverbund Ostregion hat inzwischen eingestanden, dass der Busfahrer sich falsch verhalten habe. Man könne einem 8-jährigen Kind nicht etwa zumuten, auf eine andere Linie umzusteigen oder bei einer anderen Station auszusteigen. Es werde bereits intensiv an der Causa getüftelt. Der FOR will prüfen, ob es möglich sei, den Bus einer anderen Linie eventuell umzuleiten und auch bis zur Schule fahren zu lassen, denn der Bedarf besteht ganz offensichtlich. Eine traurige Nachricht hat uns in Wien erreicht. Die Gasexplosion mit 2 Toten im Juni war Selbstmord. Laut der Polizei war ein Rohr im Haus manipuliert worden, und zwar in der Wohnung eines der beiden Todesopfer, eines 22 Jahre alten Kochs. Er dürfte das Unglück also absichtlich herbeigeführt haben. Bei der Explosion im 4. Wiener Gemeindebezirk war auch eine zweifache Mutter im Alter von 29 Jahren ums Leben gekommen. 15 Menschen wurden verletzt. Das 5-stöckige Gebäude ist großteils eingestürzt. Das Thema Rauchen lässt das Land einfach nicht los.
Ab November soll das Rauchen in Lokalen bundesweit verboten werden. Das ist der letzte Stand der Dinge. Dagegen möchten jetzt die Nachtgastronomen juristisch vorgehen. Auch FPÖ-Chef Norbert Hofer schwebt eine Kompromisslösung vor, etwa das Rauchen ab 20 Uhr zu erlauben. Auch der Präsident und der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer und Karl-Heinz Kopf, sprechen sich für eine solche Lösung aus. Vor allem wegen des Anrainerschutzes, betont Kopf. Denn Gäste, die rauchen, würden dann vor die Tür gehen und damit unter Umständen Lärmbelästigung erzeugen. Wenn die Gastronomen dann wegen dieser Lärmbelästigung haftbar gemacht würden, sagt Mahrer, würden Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle bedroht. Auch im Ausland hat sich diese Woche einiges getan. Ursula von der Leyen's Team ist vollständig. Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn wird in der zukünftigen Kommission EU-Budgetkommissar und damit für den Budgetbereich zuständig. Das hat von der Leyen Dienstagmittag in Brüssel bekannt gegeben. Bisher war Johannes Hahn Erweiterungs- und Nachbarschaftskommissar. Für ihn ist es bereits die dritte Amtszeit in Brüssel. Neben dem zentralen Budgetressort, das natürlich eines der wichtigsten Ressorts in Brüssel ist, übernimmt er auch die Zuständigkeit für die Verwaltung. Bei der Präsentation ihres Teams hat Ursula von der Leyen besonders den Klimaschutz, die europäische Lebensart und die Demokratie in den Vordergrund gestellt. Mit 13 Frauen und 14 Männern hat von der Leyen erstmals ein annähernd ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreicht. Die heimische Politik ist zufrieden mit von der Leyen's Vorschlag. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg haben zum ausgewogenen Personalvorschlag gratuliert. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat sich positiv geäußert. 800.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr weltweit das Leben. Das ist alle 40 Sekunden eine Person, warnt die World Health Organization. Am Dienstag dieser Woche war der Welttag der Suizidprävention. Suizide sind vermeidbar. Wir rufen alle Staaten dazu auf, bewährte Strategien zur Vorbeugung in ihre nationalen Gesundheits- und Bildungsprogramme einzubeziehen, fordert die WHO. In nur 38 Ländern weltweit gibt es derzeit Angebote und Präventionsprogramme für gefährdete Menschen. 1% aller Todesfälle innerhalb der Europäischen Union sind auf Selbstmord zurückzuführen. Die EU-Länder haben im Jahr 2016 insgesamt 53.500 Fälle registriert. 2016 haben sich in Österreich alleine insgesamt 936 Männer und 302 Frauen das Leben genommen. In der Türkei ist der Journalist Max Zirngast freigesprochen worden. Genau vor einem Jahr wurde er wegen Terrorvorwürfen festgenommen. Der überraschende Freispruch ist Mittwoch früh in Ankara gefallen. In seinen Artikeln hatte sich der heute 30-Jährige immer wieder kritisch über die türkische Regierung geäußert. Zirngast hatte sich nach seiner Festnahme als politischen Gefangenen gesehen und hatte sich keinen fairen Prozess erwartet. Auch österreichische und internationale Journalistenvereinigungen sahen die Anklage als politisch motiviert an. Zirngast will jedenfalls nächste Woche nach Österreich zurückkehren. In Russland hat es Kommunal- und Regionalwahlen gegeben. Die regierende Partei Geeintes Russland konnte in den meisten Regionen ihre Mehrheiten halten. In Moskau gab es aber Verluste. Die Wahlen haben als wichtiger Stimmungstest für Putin und die Regierungspartei gegolten. Die Wahlbeteiligung war teilweise sehr niedrig. In Moskau etwa hat sie nur knapp mehr als 20% ausgemacht. Beobachter und Menschenrechtsorganisationen sprechen von Manipulationsversuchen und Behinderungen. Das war die Woche im Rückblick und jetzt bleibt mir nur, Ihnen ein wunderschönes und vor allem erholsames Wochenende zu wünschen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind.